wieder mit Assassin's Creed Origins. Oh, wir sind kurz davor, tatsächlich Level 29 zu erreichen. Viel ist es nicht mehr. Wir sollen mit Hotefresh sprechen. Machen wir doch. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Welt, der Kerkesucha Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Trinod und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Das werden wir tun. So, Arena freigeschaltet. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dich noch Herausforderungen oder Posten stellen möchtest. So, dann geht's mal auf die Jagd nach dem Krokodil. Habe ich da auch eine Nummer? Der Berg ist immer noch unterwegs. Why not? Okay, dann müssen wir doch dahin. Dann müssen wir hinreisen. Oh, der. Warte mal. Der Berg ist unterwegs, war anders noch unterwegs. Aber ich möchte heute, wie gesagt, eigentlich nicht doch mal einen Phylakis jagen. Einer mal ja getötet schon mittlerweile. Wir wollen heute. Berenike! Ja, schön, toll. Kann ich da jetzt irgendwie durch? Ja, ne? Eigentlich schon müsste ja eigentlich. Weil da ist ja eigentlich ein offizieller Weg. Aber nicht jetzt unser Thema. Ich finde Rebellen, das ist jetzt. Helft euch mal gerade selber, es interessiert mich gerade herzlich wenig. Könnt ihr euch mal woanders kloppen? Ich hab wieder was gemacht, da haut ab hier zu mir! Das ist die Kornkammer, von der Hotefresh sprach. Das Krokodil muss da drin sein. Ja, mit Ansicht. Mit Ansage sind noch mehr. Die Griechen nehmen und nehmen. Was ist mit Raho? Sie lokalisiert. Steuern und Soldaten aufgefressen. Mir bleibt kaum genug für die Familie. Ist eine Falle. Wo haben wir sie denn? Da unten. Ja, why not? Ein Level 30er. Level 30er King. Ja, why. 28, 29, und wir sind noch. Was haben wir? 29? 28. Oh, Happy Birthday. Getreide wird von Steuern und Soldaten aufgefressen. Mir bleibt kaum genug für die Familie. Und dich? Oh. Ernsthaft, scheiß viel Lackes, ey. Könnt ihr euch mal nicht entscheiden, dass ihr mich mal in Ruhe lasst?
nicht. Was? Das gemeinsam! Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. So. Das sind die Olle eigentlich. Da hinten. Ja, Herrin. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Es wird dir an nichts fehlen, solange du an meiner Seite bist. Solange du loyal bist. Solange du mich... Ich wusste, du kommst, mein Freund. Vielleicht war es mir bestimmt, durch deine Hand zu sterben. Ich will dich nicht töten, Kenta. Aber sieh nur, wen du dienst. Wen habe ich denn sonst noch? Ah! Wir haben jetzt hier. Ja. Ja, lass mich doch in Ruhe, ey. Mit deinem Scheiß. Wirklich vertrauen. Sie fressen den korrupten Nomarchen aus der Hand. Und zwar die Nahrung, die zu den Waffen! Tschüss. Du hast mir eben schon genervt. Na klar. Scheiße. Das soll ich nämlich nicht vermeiden. Oh mein Mann. Ich wusste, du kommst, alter Freund. Vielleicht war es mir bestimmt, durch deine Hand zu sterben. Ich will dich nicht töten, Kenta. Aber sieh nur, wem du dienst. Wen habe ich denn sonst? Komm her jetzt hier. Hab dich. Wer hat noch so viel für das Pajon bezahlt? Wir schulden dir die Treue und immer mehr Dankbarkeit. Kannst du mich mal jetzt aufhören zu nerven? Geh mir nicht auf den Sinke. Tut mir leid, dass es so enden musste, alte Freundin. Mögest du Frieden in Mars Umarmung finden. So, komm. Jetzt hab ich's. Das war jetzt mal irgendwann, Gott sei Dank. Von einem von euch. Shadia,
Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Quest abgeschlossen, das Krokodil. So, haben wir jetzt die Reihe durch, ne? Ach, die schon wieder. So, bist du jetzt entkommen oder was? Scheinbar. Töte die Abstergo. Oh Gott. Okay. Nächste Folge.